Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo-Video. Im heutigen Video zeigen wir euch 5 Dinge, die gegen einen E36 sprechen. Dabei geht es nicht um wartungsspezifische Bauteile, sondern um grundsätzlich schlechte Eigenschaften der Modellreihe. Um welche Dinge es sich dabei genau handelt, erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Fünf Dinge, die gegen einen E36 sprechen. Nummer 1. Die Bremsen. Die Bremsen bei allen Motorisierungen des E36 sind weit unterdimensioniert. Egal ob 316i oder 328i, die Verzögerung ist selbst bei neuen Scheiben, Klötzen und sogar neuen Satteln einfach sehr schlecht. Zum Glück gibt es die Möglichkeit, die Bremsen umzurüsten und das auch noch sehr leicht. Viele bauen zum Beispiel auf Bremsen von höheren Motorisierungen oder vom E46 um, da die Teile ohne große Anpassungen passen, wenn man die Träger und Sattel mit umrüstet. Lediglich der Umbau von Trommel auf Scheibe ist etwas aufwendiger, da man dann die hinteren Achsschenkel mittauschen muss. Wie ist eure Meinung zu den Bremsen des E36? Gab es Situationen, wo euch die schlechten Bremsen trotz guter Wartung fast zum Verhängnis wurden? Schreibt es uns in die Kommentare. Nummer 2. Der Rost. Ein leidiges Thema, welches nicht erst nach 20 Jahren auf den deutschen Straßen zum Thema wurde. Rost war schon immer ein großes Problem beim E36, was der schlechten Teilverzinkung der Karosserie anzulasten ist und den Möglichkeiten, dass sich Wasser in der Karosserie gerne ansammeln konnte. Die Rede ist hier ganz besonders vom Bereich der Reserveradmulde, den Türkanten, den Radläufen vorne und hinten, dem Kofferraum im Bereich des Türschlosses und ebenfalls dem Kofferraum karosserieseitig, sowie am allerschlimmsten im Bereich der Schweller, wo sich das Wasser gerne durch die Wagenheberaufnahmen eingenistet hat. Bereits nach wenigen Jahren hatten die ersten E36-Kunden starke Rostprobleme mit ihren Fahrzeugen. Das haben viele andere Hersteller deutlich besser hinbekommen. Nummer 3. Die Scheinwerfer. Kommen wir zu den Scheinwerfern, wenn man diese überhaupt so nennen darf. Denn Teelichter im Frontbereich trifft es hier wohl eher. Das Bild der Ausleuchtung, die Helligkeit sowie die Reichweite sind katastrophal schlecht. Man könnte theoretisch einfach seine Handytaschenlampe während der Fahrt anmachen und hat eine deutlich bessere Sicht. Lediglich die letzten Baureihen mit den ZKW-Scheinwerfern ohne Linse hatten eine Ausleuchtung, die mehr oder weniger im grünen bzw. eher noch gelben Bereich waren. Leider sieht es bei Zubehörscheinwerfern oft nicht besser und großteils sogar noch schlimmer aus. Somit gibt es keine nennenswerte Abhilfe. Es gab bzw. gibt von Heller ein Xenon-Nachrüstkit, welches aber nicht für Rechtslenker zugelassen ist, auch wenn man diese von links auf Rechtsverkehr umstellen kann. Offiziell haben diese aber nach unserem Wissensstand keine Zulassung in Deutschland. Alle anderen Methoden wie LED-Nachrüstkits aus China sind ebenfalls absolut illegal und blenden den Gegenverkehr meistens auch noch stark. Somit Augen auf, bereits ab den frühen Abendstunden. Was sagt ihr zu den Scheinwerfern des E36? Egal ob Original oder Zubehör, findet ihr die Ausleuchtung in Ordnung? Stimmt jetzt in der Infokarte oben rechts darüber ab. Nummer 4. Hohe Versicherungseinstufung. Ja, wer kennt es nicht? Man holt sich seinen Traum E36, gibt die Daten in seinen Versicherungsrechner ein oder geht zu seinem Versicherungsmakler und muss erstmal schlucken bei der Summe, die am Ende nur für die Haftpflicht bei rumkommt. Will man dann noch Kaskoschutz für seinen geliebten E36 haben, sollte man vielleicht daran denken, eine Niere zu verkaufen. Die Typklassen sind nach dem Versicherungsjahr 2003 folgendermaßen aufgeteilt. Bei der Haftpflicht haben wir eine Reichweite von 10 bis 25, bei der Teilkasko von 10 bis 33 und bei der Vollkasko von 10 bis 34. Beispielsweise ist eine 328i Limousine in der Haftpflicht mit einer 18 schon im oberen Bereich eingestuft. Die Teilkasko ist ebenfalls bei 18, womit diese eher im unteren Bereich liegt und die Vollkasko bei 15, womit sie ebenfalls weit unten anliegt.
Bei einem 328i Coupé sieht es hingegen folgendermaßen aus. Die Haftpflicht ist ebenfalls bei 18, die Teilkasko ist aber schon bei 23 und die Vollkasko bei 17. Diese Werte könnt ihr leicht bei Google raussuchen, wenn ihr die Schlüsselnummern der jeweiligen Fahrzeuge zur Hand habt. Bedenkt, dass es sich hierbei nur um die Typklasse handelt und dazu noch, je nach Wohnort, die meist ebenfalls hohen Regionalklasseneinstufungen kommen. Genauso sollte man sich die Versicherung im besten Fall bereits vorher errechnen lassen, um nicht später das böse Erwachen zu haben. Nummer 5. Anfällige Achslager. Obwohl der E36, ausgenommen als Cabrio, meist ziemlich leicht für eine Mittelklasse ist, gehören defekte Achslager und Querlenker leider zum alltäglichen Bild. Diese verschleißen weit überdurchschnittlich schnell, je nachdem wie die Straßenbedingungen sind. Meist sind diese in Deutschland aber auch katastrophal schlecht und tragen noch ihren Teil dazu bei, dass die sowieso schon anfälligen Teile noch schneller verschleißen. Gefühlt bei jeder fünften Tankfüllung müssen die Teile neu, um es mal etwas zu übertreiben. Zum Glück kann man diese Teile auch qualitativ hochwertig für kleines Geld von Drittanbietern beziehen. Doch ist es trotzdem nervig, dass das Fahrzeug ständig auf die Bühne muss. Denn der Tausch vieler Achsteile zieht auch fast immer eine Achsmessung nach sich. So Freunde, das waren die Top 5 der Eigenschaften, die gegen einen E36 sprechen. Wenn euch das Format gefallen hat, lasst es uns in den Kommentaren wissen, damit wir wissen, ob ihr die Listen auch für andere Modelle sehen wollt. Diesen Monat wird es auch noch das genaue Gegenteil geben, eine Top 5 Liste der Dinge, die genau für den E36 sprechen. Wir würden uns über einen Daumen hoch und kräftiges Teilen in allen Social Media Portalen freuen. Natürlich auch nicht das Abonnieren vergessen. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure BAVMU Crew.